Deutschland ist für mich auf jeden Fall richtig schönes so Roggenbrot. Deutschland ist für mich das beste Land der Welt. Und da kannst du jeden Nadorianer in Marokko fragen und der wird derselben Meinung sein. Mein Name ist Errol Hüseyin Çahayç, ich bin 35 Jahre alt. Ich bin in Frankfurt-Bornheim aufgewachsen, auf der Bergerstraße. Ich bin ein OBB, Original Dynamo Bub, Frankfurt West. Mein Name ist Abderrahim El Oumali, geboren und aufgewachsen in Frankfurt am Main, gebürtiger Frankfurter Bub. Mein Vater kam in den 60ern als Architekt. Damals war Arbeitsmangel, Facharbeiter haben gefehlt und dann hat man, Gastarbeiter aus anderen Ländern geholt. Er kam hierher, hat gearbeitet, er hat meine Mutter kennengelernt, haben geheiratet, mein Bruder kam auf die Welt, ich kam auf die Welt. Und ich habe Abdi kennengelernt. Ja, und jetzt sitzen wir hier mit euch. Das ist so meine Story. Mein Vater kam mit ungefähr 18 nach Deutschland. Sein Cousin hat ihm eine Einladung geschickt, also hat Vitamin B spielen lassen, dass er eingeladen wird. Ja, und dann hat er hier in Deutschland gelebt. Die waren zwar keine Junggesellen, aber die Frauen waren halt in der Heimat. Weißt du? Und die haben dann halt so immer zu viert oder so zusammen in einer Wohnung gewohnt, haben selber Essen gemacht und so, was man als Mann aus Marokko jetzt nicht unbedingt gewohnt ist. Ja, mein Vater ist auch tätowiert, der hat hier deutschen Adler tätowiert. Der hat hier so drei Punkte, der hat hier so sein Gesicht und so. Der Adler ist nur noch zur Hälfte, der ist weggelasert. Also ich gehe davon aus, dass mein Vater diesen deutschen Adler, der nur noch zur Hälfte da ist, sich tätowieren lassen hat, weil Deutschland einfach das beste Land der Welt ist. Deutschland, gutes Land, mashallah, alhamdulillah. Wir leben gerne hier. Ja, also das Zusammenleben in Frankfurt zwischen Deutschen und Immigranten funktioniert sehr gut. Ein Beispiel, Kai Uwe, der Deutscher ist, und ein Ali, der Immigrant ist, trinken zusammen, stechen sich aus Versehen gegenseitig ab und gehen danach zusammen im Puff hier in der Breitengasse. Also es wird viel gelacht und viel geweint zusammen. Also das Wort Kanake bedeutet für mich Ausländer. Ein Deutscher kann genauso ein Kanake sein, er muss halt einfach nur Kanake sein. Also Kanake ist nicht, weil die Eltern nicht Deutsche sind, sondern Kanake. Ich zitiere jetzt einfach mal den Film Kanakatak. Meine Goldkette ist Kanake, mein Schweiß ist Kanake, glaube ich. Unser ganzer eigener Style ist Kanake, sagt er. Und sagt, auch der Kai-Uwe kann Kanake sein und kann ich euch sagen, mehr Kanake sein als ein Ausländer auf jeden Fall. Deswegen ist Kanake nicht die Herkunft, sondern Kanake ist der Lifestyle, definitiv. Ja, deutsche Sprache ist eine schöne Sprache, also ich mag die voll. Auf jeden Fall, Deutsch ist bei mir nicht die Pünktlichkeit, das habe ich noch nicht. Das kann ich bestätigen. Ja, der hat schon hier graue Haare bekommen gegen mir. So. Hier seht ihr, Mama Zoom. Mama 8K an. Habe ich wirklich graue Haare? Nein, Psi, Mann, ich mach Spaß. Die Pünktlichkeit ist ein A und O in Deutschland auf jeden Fall. Das habe ich schon, das hatten mir auch so viele so Straßen verbaut. Das habe ich mir nie so angeeignet. Aber mit der Zeit ist es besser geworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Hammer. Ich bin Deutscher durch und durch im Feiern. Deutsche sind Partytiere, das muss man denen lassen. Und das habe ich abbekommen von den Almanesen. Das ist für mich Deutsch, feiern. Die Deutschen können feiern, definitiv.